Vielen Dank! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren! Danke für diesen großartigen Empfang! Vielen Dank! Das hat man selten. Das hat man selten, spontan und herzlich. Dieser Beifall, ja. Und ich glaube, Sie sind auch begeistert. Ihnen geht es wie uns. Eine junge Frau, und wir hatten vor 14 Tagen die Angst, wir müssen uns von ihr und von diesem großen Thema verabschieden. Nein, jetzt geht es erst richtig los. Monica Lewinsky. Heute, ich glaube, auf allen Titelblättern. Doppelseiten, Vierfachseiten, Achtfachseiten, Fernsehinterviews, das Buch. Sie ist schöner denn je und die absolute Sensation. Sie wissen, Monica war so deprimiert. Sie hat im Interview gesagt, sie wollte sich aus dem Fenster stürzen. Ist auch gesprungen, aber Gott sei Dank mit dem Gesäß im Rahmen hängen geblieben. Monica. Und jetzt kommt die Sensation. Monica Lewinsky wird am 30. März, am Dienstag, in 3 Wochen zu Gast sein bei unserem Freund und Kollegen Alfred Biolek. Monica Lewinsky zu Gast im Boulevard Bio. Wow, herzlichen Glückwunsch, lieber Bio. Wir beneiden dich aus tiefstem Herzen. Ja. Es wird großartig werden. Es wird absolut sensationell. Ich freue mich schon, wenn der Assistenz kommt. An diesem Tag ja nicht mit dem Wasserglas, sondern mit der Zigarrenkiste. Ja. Und dann muss ich muss Sie warnen. Sie sind nicht bei Alfredissimo. Ja? Auch wenn Sie hören, schmeckt lecker. Es ist Boulevard Bio. Immer wieder scheint die Sonne. Das wird ein Fest im deutschen Fernsehen. Und wir alle werden am Schirm. Ich persönlich werde vor dem Schirm knien. Den ganzen Tag an diesem 30. März. Wir haben heute Abend hinreißende Gäste. Wir haben eine junge werdende Mutter. Sie ist im 8. Monat. Und vielleicht schafft sie es ja heute Abend. Ein bisschen Mut zu machen, darf ich mal ausreden, ja? In dieser Welt, in der es nur noch um Sex und Praktikantinnen und ich weiß nicht, was zu gehen scheint. Sie alle kennen sie aus der Lindenstraße. Dort ist sie die Gattin eines Gelähmten. Lou, Dr. Dressler. Bei ihm heißt es nicht, zieh dich aus, Schatz, sondern lass uns eine CD hören. Bei uns zu Gast, Sibylle Vauri. Strahlend schön. Wenige Wochen vor der Geburt ihres ersten Kindes. Und sie weiß schon, was es wird. Junge oder Mädchen, und sie wird es nachher verraten. Und dann haben wir einen großartigen Komödianten zu Gast. Sie alle kennen ihn seit vielen, vielen Jahren. 10 Jahre war er alleine dabei in der Erfolgsserie Das Amt. Und Sie werden begeistert sein, wenn Sie ihn jetzt sehen und sagen, genau, das ist der Mann, bei dem man sich schon freut, wenn man ihn nur sieht. Bei uns zu Gast, Gerd Burkhardt. Ich bin ein bisschen durcheinander, zum einen natürlich wegen Monica Lewinsky, zum anderen, weil ich eine große, wichtige politische Diskussion verfolge. Haben Sie das gestern in den Tagesthemen gesehen? Es gibt jetzt eine Diskussion, wie soll der Reichstag in Berlin in Zukunft heißen? Haben Sie auch alle gesehen?
Ja? Sie wissen ja, unsere Regierung zieht um, das ganze Parlament zieht um. Und jetzt ist die Frage, soll der Reichstag weiterhin der Reichstag heißen? Und jetzt kommt die wichtige Information. Die Institution, unsere Volksvertreter, das heißt laut Grundgesetz der Bundestag. Ja? Das ist immer der Bundestag. Egal, ob Sie im Bundestag tagen oder im Wasserwerk oder auf einem Parkplatz oder wo auch immer, ja, der Bundestag bleibt der Bundestag. Das heißt, der Bundestag bleibt, auch wenn er im Reichstag tagt, der Bundestag. Und viele sagen jetzt, ich kann nicht sagen, heute tagt wieder der Bundestag im Reichstag. Ginge. Gefällt aber vielen nicht. Auch wegen unserer Geschichte. Ja? Und wir haben uns gesagt, okay, vielleicht gibt es bessere Namen für den Reichstag, in dem der Bundestag, der Bundestag bleibt, in Zukunft tagen wird. Wir haben uns gedacht, wir schlagen Ihnen 5 Namen vor, entscheiden Sie, welches ist der beste Name in Zukunft für den Reichstag. Neue Namen für den Reichstag, Platz Nummer 5, Gerds Trinkhalle. Platz Nummer 4, Watt Comedy Club. Platz Nummer 3, Planet Hombach. Nummer 2, da wo nichts gibt, Deutsche Pass. Neue Namen für den Reichstag, Platz Nummer 1, Bonn. Bonn. Bonn, für mich ganz einfach zu merken, denn es fängt an mit einem B, wie Büro, Büro, die Serie von Gerd Burkhardt. Büro. Sind Sie zu Hause erkältet? Bei uns sind zurzeit 84% des Teams krank. Wirklich. Seit über einer Woche übertrumpfen sich bei uns die Mitarbeiter morgens 39,2, 39,45. Ja, nicht mehr die Einschaltquoten, sondern die Temperaturstände werden zugerufen. Und ich zum Beispiel gebe aus Angst vor Ansteckung überhaupt keinem mehr die Hand. Ja? Zum Abschied sage ich nur noch, ich habe das Geld schon vorher auf den Nachttisch gelegt. Heute Morgen ist wirklich zum ersten Mal passiert, dass ich einer Mitarbeiterin aus medizinischen Gründen die Brust eingerieben habe. Damit die Atemwege frei werden, wenn sie diese eukalyptischen Dämpfe einatmen. Ich stehe jetzt morgens wirklich früher auf, weil ich brauche 10 Minuten. Ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen das sagen soll. Weil der eine oder andere sagt vielleicht, das ist so unappetitlich, ich will es gar nicht hören. Aber es ist medizinisch so wichtig. Ich brauche 10 Minuten, um den Auswurf durch den Abfluss zu drücken. Es gibt eine tolle Meldung aus unserem großartigen Nachbarland Polen. Und zwar, Kino in Polen boomt. Der absolute Knaller in Polen ist der Film Mit Feuer und Schwert, erfolgreicher als Independence Day. Mit Feuer und Schwert. Und ich stelle mir das toll vor, wenn man in Polen im Kino sitzt und dann ist die Werbung zu Ende und es wird hell und einer kommt und sagt, möchte jemand Enteiser? Mit Feuer und Schwert, hoffentlich auch bei uns bald hier zu sehen, dieser Film. Und liebe Landsleute, liebe Freunde in Italien. Ist das wirklich wahr, was der italienische Automobilclub, für mich als Lateiner eine tolle Abkürzung, ACI, ja, was der Automobilclub Italien herausgefunden hat, 80% der Italiener fahren zu schnell, nur 10% sind angeschnallt und 28% fahren bei Rot über die Ampel. Ist das wirklich so in Italien? Wir beneiden euch. Ja? 28%. Bei Rot über die Ampel liegt natürlich daran, dass Fiat keine Bremsen hat. Und ich frage, gibt es das in Italien auch, dass man geblitzt wird? Ja? Es bringt ja nichts, denn auch wenn Sie in Italien blitzen, Sie sehen immer nur die Stirn. Und die nächste Meldung. Die nächste Meldung hat mich schockiert. Sie kommt aus unserem Nachbarland Österreich. Servus, küsst die Hand, habe die Ehre. Ist es wahr, liebe Österreicher, dass die
Deutung der Höflichkeit bei euch nachlasst, eine Umfrage, ein Meinungsforschungsinstitut hat herausgefunden, ja, Eltern, das österreichische Wort für Eltern. Eltern sagen, ist mir eh wurscht, ob das Kind grüßt oder weiß nicht was, ja. Die entscheidenden Eigenschaften in Österreich sind für die Eltern Ehrgeiz, Karriere, Härte und Sparsamkeit. Ihr gehört doch zu uns. Liebe Österreicher! Ich habe mir gedacht, ein Österreicher ohne Höflichkeit ist ja im Grunde ein Holländer. Ja. Wirklich, immer mehr Österreicher sagen am Schluss nicht mehr auf Wiedersehen, küss die Hand, habe die Ehre, Servus, sondern einfach hasta la vista, Baby. Es ist an der Zeit, dass wir etwas lernen. Bei uns sollen ja Kinder etwas lernen. Und heute, liebe Kinder, lernt ihr einen neuen Buchstaben. Und dieser Buchstabe heißt J. Lalalala, hallo Bimmel, hier bin ich. Du, heute hab ich mal eine Überraschung für dich. Oh, da bin ich aber gespannt. Was ist das denn? Ja, da musst du dich umdrehen und die Augen zumachen. Du machst es aber spannend. Umdrehen und Augen zumachen. Und du darfst nicht blinzeln. Nein, mach ich nicht. Wann kommt denn die Überraschung? Ist unterwegs. Das Hilfe! Wollte ich immer schon mal so sagen. So, jetzt Hilfe! Kriegst du dein lass Bett weg, du Schwein. Lass mich so. Hör auf. Das gefällt dir, was? Da. Aua. Da. Au. Nicht so. Es müssen immer beide wollen. Ja, so geht's ja nicht. Außerdem müssen wir den Kindern doch erst noch einen neuen Buchstaben zeigen. Oh, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, was über mich gefahren ist. Wirklich? Wo ist denn der neue Buchstabe? Muss ich erst holen, warte mal. Uiuiuiui, es tut mir leid. Bin ich ein Dussel, er hat natürlich recht. Es macht nur Spaß, wenn beide wollen. Ui, was ist das denn? Das ist ein J. 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 Toll! Ja, ganz tolle Wörter fangen mit J an. Was denn? Zum Beispiel Junkie. Jung von heute. Außengrube. Jochbeinbruch. Jürgen. Jagdunfall. Jom Kippur-Krieg. Und Jungenunterhose. Wow, Jungenunterhose. Das sind ja tolle J-Wörter, ja. Bimmel. Du, ich weiß auch noch ein ganz tolles J-Wort. Das ist mir gerade eingefallen. Das heißt Juckreiz. Juckreiz, schön. Ja, Juckreiz. Schön. So, und ich wollte mal sagen, könntest du vielleicht, ich habe da nämlich so ein Juckreiz. Juckreiz, und das gute A. Da du willst, dass ich das gute A Das gute A. Ja, das gute A ist für mich mein absoluter Lieblingsbuchstabe. Okay, dann dreh dich schon mal um. Ja, ich dreh mich schon mal um. Ja. Das gute A. Das gute A. Das gute A. Tschüss, Kinder. Tschüss. Tschüss. Das gute A. Wir sind eine Sendung, die vielleicht ein bisschen altmodisch ist. Ja? Aber bei uns wird etwas gelernt und wir gehören nicht zu denen, die Millionen ausgeben. Ja? Die Millionen ausgeben, um sich an irgendwelche sexuellen Bekenntnisse oder dergleichen ranzuhängen. Monika Lewinsky. Für mich, ich muss sagen, wo sind wir angekommen, wenn das im Fernsehen gezeigt wird? Oder? Ich würde mich schämen, Sie hier auf dem Stuhl sitzen zu haben. Ja, wirklich wahr. Was hat diese Frau zu bieten, außer dass sie dem US-Präsidenten... falls Sie das übrigens mal nicht wissen, in gebildeten Kreisen, ja, ich glaube, die offizielle Version, die offizielle Formulierung, die man auch als Akademiker benutzen kann, heißt, sie hat den US-Präsidenten fellationiert. So heißt es, glaube ich. So heißt es, glaube ich. Sie hat den US-Präsidenten
fellationiert. Im umgekehrten Fall hier ist, glaube ich, Cunnilingus. Wusste ich auch nicht, dachte lange Zeit, das wäre eine irische Fluggesellschaft. So heißen diese Begriffe seriös. Ja. Man kann das auch formulieren, ohne dass es zotig wird oder geht. Büro, Büro. So heißt die Serie, in der Gerd Burkhardt nachher bei uns zu Gast sein wird. Ich meine die Serie, aus der Sie ihn kennen. Jetzt aber erstmal die Zuschauerpost. Und Sie wissen es, Briefe bringt bei uns nicht irgendwer. Briefe, die bringt bei uns der Letterman. Der erste Brief, meine Damen und Herren, kommt, kein Witz, es ist so, von Elisabeth Bumsen. Ja, unglaublich, genannt Bumsen. Ja, es ist wirklich wahr, ja. Sie schreibt, sehr geehrter Schmidt, Ihre Late-Night-Show ist absolute Klasse. Ich und mein Mann sind wahrscheinlich Ihre größten Fans. Wir haben alle Sendungen gesehen und finden das absolut super. Als Anlage ein kleines Gedicht. Thema ist Clinton, Blair und so weiter. Blasmusik, das muss nicht sein. Trotzdem vielen Dank, Frau Bumsen. Und nochmal herzlichen Glückwunsch auch zum Spitznamen Bumsliesel. Sehr schön. Der zweite Brief. Der zweite Brief kommt von Kant Jo Sören Rössner und Kant Jo Lass Philipp Böhme aus Konstanz am Bodensee. Und zwar unerlässliche Schönfelder-Aktualisierung. Das hier ist der Schönfelder, die beliebtesten deutschen Gesetze. Schon seit Monaten müssen wir mit wachsenden Entsetzen feststellen, dass Sie zwar höchst löblicherweise einen Schönfelder auf dem Schreibtisch stehen haben, dieser aber nicht mehr die ihm gebührende Aufmerksamkeit in Ihrer Sendung erhält. Darüber hinaus wurde bei Ihnen in letzter Zeit immer wieder die Mediziner einseitig bevorzugt. Dies schmerzt uns als Jurastudenten, die sich zurzeit in der Examensvorbereitung im Repetitorium, das sind, wo die Giftschlangen aufbewahrt werden, oder? Repetitorium befinden. Sehr. Daher haben wir uns entschlossen, Ihnen ein wenig auf die Sprünge zu helfen und senden Ihnen in der Anlage die 99. Ergänzungslieferung zum Schönfelder zu, um Sie wieder auf den neuesten Gesetzesstand zu bringen. Das ist großartig. Das heißt, es gibt ja täglich neue Gesetze. Und diese Gesetze werden hin und wieder ergänzt. Und jetzt kommt, das ist das Schöne bei diesen eingeschweißten, Papierchen. Das ist die sage und schreibe 99. Ergänzungslieferung. 740 Seiten, Dezember 98. Und die kommt jetzt. Wichtiger Hinweis, das Strafgesetzbuch ist in der geltenden Fassung neu bekannt gemacht worden. Schön Faktor aktuell. Das heißt, diese Ergänzungslieferung kommt jetzt hier rein in den alten Schönfelder. Kommt es. Hier kommt das rein. Ah, hier steht. Ah, das ist schön. Nützliche Hinweise für das Einordnen. Schade, dass Sie es gelesen haben, nachdem ich es rausgezogen habe. Prüfen Sie bitte vor dem Einordnen einer neuen Lüfe und so weiter der Ableg. Anweisung. Das ist aber auch gut. Ablegordner, alt. Und damit man weiß, wo das alt hinkommt, ja, Papierkorb. Ich hab's gleich. So, dann kommt ungefähr so viel weg. Ja. Und jetzt, Moment. Jetzt kommt ja die Nummer. Ich muss ja das hier wieder drüber kriegen. Ja, das heißt, dafür, jetzt kommt, wie bei Wetten, das? Ich hoffe, ich schaff's, Tommy. Vorsichtig rausziehen, ja, das hier drüber, das ist ein bisschen zu viel.
Den Teil hier brauchen wir nicht mehr. Das könnte Schröder zum Beispiel mal ändern, oder? So, so, jetzt liegt es direkt übereinander. Direkt übereinander. Ja! Ich sage nur, Büro, Büro. So, ihn hier lassen wir das nächste Mal. Dann das hier, Get Your Private, Eve, auch uninteressant. Hier, das ist er. Liebes Harald Schmidt, sehr geehrter Herr Schmidt, hallo Harald, lieber Harald und so weiter. Bitte Briefe zur Abwechslung einmal das Letter Girl bringen lassen. Sollten Sie mich einladen wollen, so bitte ich Sie, diesen Brief bei Verlesen zwecks Datenschutzes höchstens mit Claudia B. aus Ickstadt bekannt zu geben. Foto habe ich keines beigelegt, ein gewisses, das brauchen wir dann auch nicht. Und das hier. Lieber Harald, mich würde es echt mal interessieren, was mit deiner Hausschnecke Speedy passiert ist. Man hört ja gar nichts mehr von ihr. Ich will ja nicht hoffen, dass sie in die schneckige Orangpfanne von Konfuzius gewandert ist. Oder hat Speedy aus Versehen von deinem Viagra-Vorrat genascht? Oder ist sie... und ist in ihrem Haus eingesteift. Übrigens bin ich am 18. März in deiner Show. Dann können wir uns genauer über Speedys Verbleiben unterhalten. Und damit du nicht wieder mit einem Migräneanfall vor der Sendung drücken kannst, habe ich dir ein Aspirin zur Vorbeugung mitgeschickt. In diesem Sinne alles Liebe, Nadine. Und meine sehr verehrten Damen, ihr kleinen, jungen Ludern. Wenn ihr euch bei uns hoch arbeiten wollt. Ja. So. Aber hallo. Ja. Nadine aus Enger. Das ist Nadine aus Enger. Und dann auch das hier demnächst, aber das muss ich Ihnen noch zeigen. Das schickt mir Johanna Brockmann aus Bottrop. Und das ist eine unglaublich tolle Sache. Johanna Brockmann aus Bottrop schneidet Artikel aus der Zeitung aus, die ihr als besonders sensationell erscheinen. Sie klebt die in dieses Album und kommentiert sie mit eigenen Impressionen. Ich finde das unglaublich toll. Ich finde das sensationell. Hier zum Beispiel ist das Foto einer schlafenden Frau und drunter schreibt sie: Ausruhen. Ja, oder gehen wir einfach auf die andere Seite, Brot, Butter, Honig. Johanna, das ist aber viel Arbeit. Hier, ist toll. Absoluter Knaller. Erstmal, die Originalunterschrift ist schon toll. By Grace macht es Bing. Das finde ich geschmacklos, ja. Aber drunter steht Grace Kelly und Bing Crosby, zwei unvergessene Stars. Hier. So. Das ist irgendwie ganz groß. Zum einen diese Tierfotos. Das. Bärenliebe. Ja. Und das hier. Das ist ganz toll. Das ist überhaupt meine Lieblingsrubrik, Bilderwitze. Schauen Sie mal, der Mann steht auf dem Schrank, ja, und will mit einem Kopfsprung in die Flasche durch den Trichter. Und er sagt: Stör mich nicht, Elfriede. Bis heute Abend muss der Trick sitzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Johanna. Es geht weiter in unserer Kultursendung. Sie wissen, wir feiern zurzeit das Goethejahr, 250. Geburtstag
des großen deutschen Dichterfürsten und ein weiterer Beitrag in unserem streng wissenschaftlichen Rahmenprogramm. Goethe, das Jahrtausendgenie, ein Bergmassiv des Geistes. Ganz toll auch sein Faust. Die Story ist rasch erzählt. Faust, ein zergrübelter Gelehrter, schließt Pakt mit Teufel, verkauft Seele. Als Gegenleistung erfüllt Teufel ihm viele Wünsche. Nur eine Aufführung konnte dem unsterblichen Stoff gerecht werden. Die Inszenierung des berühmten Gustav Gründgens. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit dir anzutragen? Bin weder Fräulein, weder schön. Kann ungeleitet nach Hause gehen. Bisher schlugen alle Modernisierungsversuche fehl. Doch das Warten hat nun ein Ende. Jetzt ist es wahr geworden. Li und Wang spielen Faust. Die zwei chinesischen Vollblutmimen sind ein Glücksfall für die deutsche Theaterlandschaft. Li und Wangs zartes, hochvirtuoses Spiel trägt immer neue Schichten des goetheschen Textmonuments ab, um einen Eindruck von Komplexität zu gewinnen. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen? Mein Arm zugleich anzutragen. Jetzt Herr Wang. Bin weder Fräulein, weder schön. Kann ungleitet nach Hause gehen. Mein Himmel. Dieses Kind ist sehr schön. So etwas habe ich nie gesehen. Sie ist so sett und tugendreich. Und so etwas schnippisch. Doch zugleich. Eine Detailanalyse verdeutlicht die Finesse von Lies Schauspielkunst. Sein Fauchen verweist auf Fausts diabolische zweite Natur. Lies scheinbar unmotiviertes Kopfzurückwerfen ist eine Geste höhnischen Triumphs, die der Figur animalische Züge verleiht, was durch die feuchte Aussprache noch unterstützt wird. Wang hingegen sieht einfach zum Clown aus. Die deutsche Presse überbietet sich in ihren Lobeshymnen. Demnächst in einem China-Restaurant in ihrer Nähe. Mein erster Gast. Spielzeit. Seit der zweiten Folge 1985. Tanja Schildknecht in der Lindenstraße. Am Sonntag läuft die 692. Folge. Sie selber ist zurzeit im Mutterschutzurlaub. Oder ich glaube, ich heiße nur Mutterschutz. Sie ist eine währende Mutter. Bald ist es soweit. Herzlich willkommen, Sibylle Vauri. Erstmal muss man sagen, großes Kompliment, es sieht wirklich... Sieht echt aus. Nee, es sieht auch noch unglaublich schick und elegant aus. Viele werdende Mütter sind ja unmittelbar sozusagen nach der Empfängnis, verfallen in eine Kittelschürze. Machen wir Mutklasse. Und verlassen die auch nie mehr wieder, lebenslang übrigens. Ich weiß. Auch postnatal. Ja? Das war und auch harte Arbeit, aber... Sagt man eigentlich Mutterschutz oder Mutterschutzurlaub? Du bist keine im Mutterschutz. Ahnung, ehrlich gesagt. Bin ich im Mutterschutz? Ja. Und dann schicken die mich hier hin, ich weiß nicht. Aber Mutterschutzurlaub ist, glaube ich, das ist leider sehr wahr. Es kann kein Schutzurlaub sein. Ja. Aber man sieht es, dir geht es glänzend. Ja. Ja, es verläuft alles planmäßig. Mhm. Ja, wann warst du zur letzten Ultraschalluntersuchung? Das sollte man jetzt wissen als werdende Mutter, oder? Ich glaube, vor 2 Wochen. Man geht da so oft hin, dass ich es irgendwie verdränge mittlerweile. Und es ist ja auch toll. Ich finde das toll, weißt du, dass du es gar nicht so weißt, weil es ist ja viel besser als diese Mütter, die dann alles wissen. Die sagen, also letztes Mal hat das Kind irgendwie so gewinkt, aber dann habe ich es gemerkt und dann hat er sich weggedreht, als ich geguckt habe. Ja. Doch, solche Sachen weiß ich dann leider auch. Komm auch immer mit Fotos an. Und weißt du schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Es wird ein Mädchen. Es wird ein Mädchen? Mhm. Das hat meine Neugierde auch sehr befriedigt, das zu wissen, weil das war mir zu viel. Hast du es ganz deutlich gesehen? Ich habe es ganz deutlich und dreifach bestätigt und es wird ein Mädchen. Und du hast schon einen Namen? Nein, das ist das nächste Problem.
Wie findest du einen Namen? Guckst du in Büchern nach? Sag mir, wie man einen Namen findet. Ich habe keinen Entweder Namen. Man guckt in Büchern nach, ja, oder man schlägt Namen vor, die dann aber meistens rausfallen, weil irgendwie der Partner oder die Partnerin jemand kennt, der total blöd ist und so heißt. Ja. Dadurch fallen ungefähr 2000 Namen weg. Ja. Ja. Dann gibt es die Nummer mit dem Mittelnamen, die jetzt bei Prominenten inne ist, der sich daran misst, wo das Kind gezeugt wurde. Ja, oh Mist, das hatten wir auch vor, schade. Okay, wie wäre der gewesen? Naja, das wäre zynisch. Nee. Ja. Ich habe ja zum Glück noch 2 Monate Zeit, mir das zu überlegen, hoffentlich. Ja, also, ja, man weiß es nie. Man weiß ja Unverhofft nie. Kommt oft, ne? Genau. Hast du schon das Krankenhaus? Wirst du zu Hause entbinden? Gehst du ins Krankenhaus? Ich werde nicht zu Hause entbinden, ich gehe ins Krankenhaus. Normal oder hoffe, Kopfstand unter Wasser mit Flötenmusik? Ich habe das noch nie gemacht, deswegen keine Ahnung. Also, du hast ich doch bin kein... in einem Krankenhaus, ich habe noch keine Entbindung hinter mir. Ne? Ja, aber du hast doch keine Freundinnen, die dir Rat geben? Doch, aber alle halt anders. Jeder das hat ist das irgendwie. Schöne. Genau. Es ja. ist sehr schön. Man wird irgendwie plötzlich in so eine Welt geworfen, die vollkommen neu ist. Ja. Mit der man sich eigentlich, glaube ich, auch nie wirklich so viel beschäftigen wollte. Aber hast du auch Verwandte, schön. So Tanten und so, die dir alles erzählen, was schief gehen kann? Ja, sehr das gerne. Ja. Von wegen Totgeburten im 5. Monat, da bin ich jetzt ja zum Glück drüber weg. Ja. Was für Krankheiten es gibt, wie schmerzhaft das alles Nabelschnur ist. Nabelschnur um den Hals. Oh, das ist sehr gefährlich, ja. Passiert auch sehr häufig. Ja. Und, ja. Nee. Das habe ich alles abgespeichert, ja. Das, aber du bist ja die Ruhe selbst, also du machst es alles ganz normal, fährst dann hin. Ich hoffe das mal. Ich hoffe auch, dass ich gefahren werde. Ich hoffe auch, dass ich dann zu dem Termin gefahren werde, was sein soll. Hast du dich schon ein bisschen informiert? Wie ist es jetzt in der Lindenstraße? Man hat dich jetzt rausgeschrieben für diese Zeit? Da werde ich weitergeführt, wieder mal über Off-Texte und muss halt jetzt nicht mehr arbeiten und habe eine Menge vorgedreht. Also ja. habe dann wirklich 2 Wochen am Stück einfach gedreht. Aha. Und das wird jetzt so das wird langsam reingeschoben. Du gehst aber zurück in die Lindenstraße? Ja. Ja? Und was macht Lou in dieser Zeit? Da musst du wie immer gucken. Ich darf ja wieder nichts erzählen. Ach so, das ist immer dasselbe Spiel. Ja, ja, ja. Ne, ein bisschen seltsam. Du hattest ja, glaube ich, in der Lindenstraße gerade eine Abtreibung, genau. oder? Das war irgendwie ein bisschen schlechtes Timing, wie immer. Tanja hat gerade eine Depression, Tanja hat gerade eine Abtreibung hinter sich. Tanja ist wieder mal am Rande des Nervens. Der Sohn von Lou hat die Tochter die Doktorarbeit schreiben lassen. Ja, genau. Von jemand anders, also richtig chaotisch. Ja. Ja. Hast du dich schon informiert, wie das dann sein wird, wenn du das Kind hast, mit Urlaub und so weiter, was man alles mitzunehmen hat, wie so ein Babyurlaub aussieht? Hab ich. Aber zum Glück muss ich das gar nicht, weil ich lang genug Zeit haben werde, also länger als der normale Mutterschutz ist. Aha. Was dadurch kommt halt, dass es einen Monat Pause sowieso im Sommer gibt in der Lindenstraße, da passiert sowieso nichts und da ist ja. das Timing ganz gut. Und dann gibt es wunderbarerweise einen Kindergarten von der Produktion, wo man halt... Ja. direkt dann mit Kind anreisen darf. Und da Schauspieler ja eh fast die ganze Zeit warten und rumsitzen, das ist natürlich... Das ist aber toll. Also ihr habt mittlerweile so viele Kinder, die Schauspielerin und Schauspieler. Nicht nur die da? Schauspieler, sondern das ganze Team. Ja. Also die Teamkinder sind dann natürlich wirklich dann eben... Wie viele sind das ungefähr? Unterschiedlich. Mit 4 Jahren müssen die das dann halt verlassen. Ist das nicht so, dass die Technikerkinder sehr aggressiv sind und die Schauspielerkinder künstlerisch verprügeln oder so? Hast du irgendwas gehört? Hier drehe ich einen Ton ab. Ah! Ja. Es kann zu frühen Schädigungen führen, ja. aber... Die anderen Kinder haben es auch ganz gut überlebt, deswegen wird halt hart dann dadurch. Ja, aber eigentlich ist es ja großartig, ne? Das ist ja mustergültig, denn da stehen natürlich viele Frauen, die dann ein Kind haben, vor dem Problem, was mache ich mit so einem Säugling? Genau. Ja? Vor allem in dem Beruf, wo man dann ja möglichst nicht auftauchen sollte und völlig fertig aussehen soll. Ja. Was man ja, habe ich gehört, als Mutter gerne tut, weil man übernächtigt ist. Es ist unterschiedlich. Es ist die Frage, ob du stillst. Die klassische Antwort, glaube ich, bei allen. Ja, es ist anders. Es gibt man ja könnte Mütter. Fettige Haare kriegen, man könnte irgendwie ganz wunderschöne Haare kriegen, man hat Haarausfall oder nicht. Also das ist unterschiedlich. Und bei vielen kann man sagen, okay, es liegt jetzt an der Geburt. Ja? Also das ist, es ist so unterschiedlich. Du solltest dich da mal im Frauenkreis, im jungen Mütterkreis informieren. Aber da kommt immer diese Antwort, es ist unterschiedlich. Deswegen ist es das sagen alle. Und ja. was sagen die Mütter, die das selber empfinden? Wo man sagt, also warum trägst du jetzt immer noch Latzhose, wo dein Kind gerade Abitur gemacht hat? Den habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so gesprochen. Die kennst du nicht. Nein, die kennst du nicht. Ja. Nee. Wirst du stillen? Ich werde stillen. Ich werde mal versuchen zu stillen. Wir werden mal sehen, wie das geht. Ja. Auch da gibt es ja viele Probleme. Mütter, die nicht stillen können, Mütter, deren Kinder nicht gestillt werden wollen. Ja. Da gibt es ja auch Bücher, die man stundenlang lesen kann. Mütter, die sich in der Absaugmaschine verheddern. Genau. Elektrische Pumpen, das sind alles so Horrorvisionen. Ah. Oh Gott. Das Stillen hat natürlich den großen Vorteil, du musst nachts nicht aufstehen und Fläschchen warm machen.
Genau, aber das könnte dann jemand anders machen. Das ist das Blöde. Das kann man so schlecht abgeben mit dem Stillen. Das ist richtig, aber es ist natürlich auch unterwegs. Es vereinfacht sehr. Aber du kennst ja die ganzen Vorteile des Stillens. Die muss ich jetzt nicht noch mal erzählen. Nee, für das Kind? Für das Kind, ja. Es ist die optimale Nahrung, die ein Kind erhalten kann. Es ist irgendwie gut, dass das Kind keine Allergien bekommt. Schützt vor Infektionen. Genau. Ist auch sehr gut für den Kontakt zwischen Mutter und Kind. Also es gibt eigentlich nur Vorteile. Ja. Stimmt, und man sollte es gibt ja auch Theorien, interessante Theorien, wie lange man stillen sollte. Sehr interessante. Ja? Also es gibt ja Leute, die ziehen das 3 Jahre durch, aber ich glaube, das habe ich dann. Da ist der berühmte Satz, der Kleine hat sich zum Schluss den Schemel geholt, damit er hochkam. Und das war so niedlich. Ja. Ja, nee, ich glaube nicht. Nee. Die macht das gerne. Lass uns 5-Jähriger. Ach, der macht das auch gerne. Das ist dann pädagogisch. Dein 5-Jähriger holt sich dann nicht mehr den Schemel. Nein, der wird nicht mehr gestillt. Nein, das ist aber schön. Das ist also dann doch, ich würde mal sagen, in seinem. Das ist wichtig, dass dann dieses Zeit normalen, muss man dann immer machen, in diesem normalen Rahmen. Also man sollte Kindern normal. Normal, aber was ist normal? Man sollte Bücher lesen, wie wirkt es sich aus, wenn ein Kind am Donnerstag geboren ist und zuerst eine Blume gesehen hat. Es gibt ja unglaublich viel Literatur. Jetzt haben wir auch noch Ende des Jahrtausends, also das ist schwierig. Und hast du auch die schwangeren Bücher gelesen, wo du dich auf den Boden legst und mit einem Filzstift auf einer Pappe um dich rum deinen Körper malst, um dich zu mögen? Nein. Oh. Hat's geholfen? Aber ich mein, das macht der Vater, also, macht das dann. Ich habe es gemacht und seitdem geht's mir besser. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist von so einer. Von einer Kalifornierin. Ja. Es ist aber auf Deutsch geschrieben, dass ich das. Es ist auf Deutsch geschrieben. Und es ist auch sehr frauengerecht, weil es ist nun mal in großen Buchstaben drüber, worum es im Kapitel geht. Das ist immer schön. Ja. Also bei Schwangerschaftsbüchern denkt man ja manchmal wirklich, der Rest der Menschheit geht davon aus, dass Frauen bisschen beschränkt sind. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass es früher in der schlechten Zeit es irgendwie beiläufiger geschah. Mittlerweile ist Muttersein, glaube ich, doch sehr viel intensiver, wird sehr viel intensiver erlebt und gefeiert. Und, aber du hast das als Vater ja auch mitgemacht. Also du bist ja dann wohl, wenn du schon Kreise um dich malst und mit im Krankenhaus. Ja, ich habe auch diese Bücher gelesen und so, habe es dann aber weggerissen, gesagt, hör mal auf, immer Bemerkungen zu allem zu machen und so. Also ach so, genau, das ist ja okay. Hm? Väter, die dann alles besser wissen, sind, glaube ich, so. Nee, das nicht, aber man ahnt natürlich nicht, dass wenn irgendwie man sich schlecht fühlt, dann sich ein Auto kaufen soll, um sich einfach eine Freude zu machen oder so. Also da gibt's das kann verdammt machen Sie sich eine kleine Freude. Das Buch kommt auf die rote Liste, stimmt. Das ist sehr nett, das kommt immer wieder, seien Sie nett zu sich, seien Sie nett zu sich, das beherzigt. Akzeptieren Sie sich, warum sitze ich halten Sie Zwiesprache. Reden Sie mit dem Kind. CD-Player auf dem Bauch. Immer nicht die Stereoanlage, den kleinen CD-Player. Ja. Und dann, welche Musik für welches Kind? Das ist sehr gut. Ja? Hast du ein Gefühl, ob dein Kind auf spezielle Musik speziell reagiert? Nee, leider noch nicht. Nee. Die ist da auch sehr. Sibylle, ich drücke dir die Daumen. Danke. Aber vom Eindruck her, wenn ich das mal als Ferngynäkologe sagen darf, wirst du das absolut easy machen. Ja? Du wirst das Kind, wie wir auf dem Land gesagt haben, im Galopp kriegen. Hooray. Ohne wenn das jetzt nicht so ist, dann darf ich auf dich zurückkommen? Ja, oder? Und dann kann ich dir sagen, warum. Und beim nächsten Kind wird es dann alles. Ja? Mhm. Alles Gute. Toi, toi, toi. Und wir werden das ja mitkriegen, wie die Kleine dann heißt. Ja? Mit Sicherheit. Sibylle Bauri, demnächst Mutter. Mein nächster Gast war 10 Jahre lang, wer wüsste es nicht, Alwin Thieme in der Comedy Büro. Und seit vergangenen Sonntag erfreut er uns in der Sat.1 Sitcom. Wir vom Revier. Herzlich willkommen, Gerd Burkhardt. Danke. Das ist ein Outfit. Das ist ein Outfit. Vielen Dank. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, ich bin so verkalkt mit diesem Amt. Das war echt, dass ich anfangs gesagt habe, aus dem Amt. Ich habe es aber 92 Mal korrigiert. Es war natürlich Büro, Büro. Es war Büro, Büro. Mit dieser berühmten Musik auch von Jerry Lewis, ne? Dim, 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 kling, bom. Genau das. Aber jetzt ist der im Augenblick, ist ja Wir vom Revier. Ja. Aktuell, haben Sie es gesehen? Ich habe es gesehen und ich sage, mir hat es glänzend gefallen. Wie schön. Ja, es ist eine Sitcom, wie das Neudeutsch heißt, auf dem Polizeirevier. Ja. Und wir sollten vielleicht mal für alle, die es aus Versehen nicht gesehen haben, einen kurzen Ausschnitt zeigen. Oh ja, bitte. Wir vom Revier. Dem Bürger Fuchs auch gleich einen Kaffee mit, ja? Mit viel Milch und oder alles. Ich sag euch, das ist gar nicht so schlecht, was uns der Herr Kreispolizeidirektor dabei gebracht hat. Ist doch viel schöner, wenn man freundlich zueinander ist. Hier der Kaffee. Oh, also ich fand den Lütjens als Seminarleiter echt klasse. Aber was der Lütjens kann, das kann ich auch. Ah. Tag, meine Herren! Hallo, gehen Sie bequem. Kommen wir mal zur Sache, hä? Warum sollen Polizisten nett sein?
Ganz einfach, aus Höflichkeit. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Die Tür geht auf und ein Herr betritt die Wache. Na, was sagen Sie? Wenn Sie hier nichts wirklich Wichtiges zu tun haben, dann verpissen Sie sich, halten Sie den Betrieb nicht auf und verpesten Sie nicht die Luft, Sie Arschloch! Was sagt man denn dazu? Guten Tag, Herr Kreispolizeidirektor. Danke. Also, wie Sie sehen können, das hat absolut dokumentarischen Charakter, was wir ja, da gedreht streng haben. Streng an der Wahrheit. Streng an der Wahrheit. Wir haben auch sehr lange in Oldemünde recherchiert. Und Sie sehen, was daraus gekommen ist, kann sich sehen lassen. Ja, wirklich wahr. Ich muss eins sagen, ich bin total fasziniert von diesen Hosen. Sind das Knickerbockers, wie das heißt? Das sind Knickerbocker, ihr gefällt es. Ja. 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 Ja, also ich muss ja bei den 14- bis 49-Jährigen will ich Eindruck schinden. Ich war, das ist das Entscheidende. Ja. Dankeschön. Und kommen die wirklich aus England? Die sind aus England, ja, von einem englischen Schneider. Ja. Tragen Sie die, weil Sie wirklich Spaß dran haben und weil Sie bequem sind? Oder ist das so ein kleiner Gag, den man sich für so einen Auftritt dann überlegt? Oder tragen Sie immer? Also das mit dem kleinen Gag habe ich jetzt überhört. Das ist ein großer Gag, den ich mir für diesen Auftritt überlegt habe. Ja! Entschuldigung. Ja. Und, aber es ist sehr gut angekommen und ab heute werden die also zu meinem täglichen Repertoire gehören. Sie sind auch sehr kleidsam. Ja, ich kann mir das ja auch leisten mit den Beinen. Ne? Das ist es ja. Das sind ja noch Wadeln, oder? Ja, ich komme ja auch aus München. Wir machen am Dialekt heute, ich bin Bayer. Sie haben den großen Vorteil, dass die Leute eigentlich Sie schon komisch finden aufgrund der Erscheinung. Ich meine es wirklich, nein. Moment. Nein. Darf ich das mal ergänzen? Sie wissen, wie ich das meine. Es ist wie bei Woody Allen. Ja? Es gibt Leute, auch Jerry Lewis, wo man sagt, allein schon der Physiognomie her ist der Mann, hat es ein bisschen einfacher in komischen Rollen als jemand, der aussieht wie Brad Pitt, sag ich mal. Ja? Oder sehe ich das ganz falsch? Na, also ich meine immer, wenn ich so in den Spiegel schaue, ich entdecke schon Parallelen zu Brad Pitt bei mir. Natürlich. Das ist richtig. Mir geht's genauso. Aber auch absolut berechtigt. Ja. Absolut berechtigt. Aber bei fällt mir ein, ich hab mir natürlich Late Show angeschaut. Mit diesem also, Film? Ja, Thomas Gottschalk fand ich klasse. Großartig. Hervorragend. Ja. Und Sie haben ja auch mitgespielt, also da muss ich sagen. Mehr davon. Das fand ich eigentlich eine exzellente Charakterstudie. Vielen Dank. Ja, durch Brad Pitt bin ich drauf gekommen. Ja, durch, die Ähnlichkeit durch da ist, ne? Brad Pitt. Ja, sieben Brad Pitt, Jahre. Harald Schmidt. Und das ist so eine Sache, die bietet sich einfach an. Sie haben gesagt, München, Sie waren mal am berühmten Residenztheater am Resi engagiert. Wie lange? 78, 79 und habe aber jetzt gerade da wieder ein Gastspiel gegeben. Michael Degen hat da gemacht ein Kafka-Projekt, Texte von Kafka aufgeführt und da habe ich mitgespielt und es war wieder sehr schön. Wie ist es, geht man denn dann als Fernsehschauspieler gerne wieder so in die Freuden des Ensemble-Theaters zurück? Ja, für mich ist das eine Frage der schauspielerischen Kultur, auch Theater zu spielen und nicht nur Fernsehen zu machen. Es ist halt eine ganz andere Geschichte, wie hier zum Beispiel heute Abend ein Publikum zu haben und man spürt eine Resonanz. Und auf der Bühne muss man eine Rolle durchhalten und das ist eine Stunde, wo man eine Rolle durchspielt. Text lernen, genau. Ja. Ja, ich bin ja froh, dass man hier keinen Text lernen muss, sondern dass wir das alles improvisieren. Und das ist eine große Herausforderung. Es ist auch eine Sache, die mir persönlich eine große Befriedigung verschafft. Diese Serie, aus der wir jetzt einen Ausschnitt gesehen haben, Wir vom Revier, das witzigste Polizeirevier der Welt, kommt jetzt jeden Sonntag? Jeden Sonntag bei Sat.1. Ja, 12 Folgen? 12. 12. Ja. Mhm. Und dann geht's weiter. Ja, wir hoffen. Ja. Wir drücken die Daumen. Wir vom Revier, ich sage es nochmal, und ich habe mich wirklich sehr gefreut, Sie mal persönlich kennenzulernen, weil ich seit vielen, vielen Jahren das immer sehr, sehr gerne sehe und wirklich sehr genieße und sehr bewundere, was Sie machen. Ich bedanke mich. Ja? Gerd Burkhardt, meine Damen und Herren. Wir vom Revier. Dankeschön.